Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality, das Browser-Game. Leute, heute bin ich ein bisschen später dran als normal. Ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch. Ich glaube, das zweite Video, das wird dieses Mal nicht MSP sein, sondern Rival Stars. Wird, glaube ich, auch nicht um 17:30 kommen, sondern vielleicht zum 18:30, ich bin mir nicht ganz sicher, Leute, wie ich es schaffe. Und als erstes machen wir natürlich Ride Fall Doe. Und mittlerweile sind wir bei 234 Klicks. Ich weiß, ich war sehr faul in der letzten Woche. Aber ja, was soll ich machen, ne? Es wird irgendwie gefühlt nicht mehr, Leute. Ich habe ein paar weitere Finn Horses gekauft. Ich sehe gerade, ich habe hier gerade einen Hintergrund gegeben und hatte noch nicht F5 gedrückt, weil dieser Hintergrund, Leute, passt zu allen Finn Horses dieser Welt. Er ist einfach so wunderschön und ich meine, wir haben ja noch Januar und es sieht einfach so mega, mega toll aus, Leute. Diese kleine Maus habe ich von Luna Love gekauft. Vielen herzlichen Dank für die süße Maus. Ich habe sie gekauft, weil sie Silber trägt. Ihr seht hier schon. Also ich habe sie Silver Song genannt. So habe ich sie genannt. Und sie hat ein großes Silber. Sie hat nur einmal Very Good, aber auch ein hohes GP von 667. Und wir sehen es hier auch nochmal. Sie hat ein großes Silber, was sie natürlich mega interessant macht für die Zucht. Ich weiß es gar nicht, ob ich sie schon angemeldet habe zu einem, ja, ein solides Second Premium hat sie bekommen. Außerdem habe ich diese kleine Maus gekauft. Ich glaube, ich habe sie aus der Foundation rausgezogen. Ich habe einige Pferde aus der Foundation gekauft für euch. Ihr müsstet jetzt alle eure Pferde bekommen haben. Also Leute, die im Moment mich noch finanziell unterstützen als Mitglieder, haben ein Pferd reingestellt bekommen und auch die 5 Gewinner von meiner Verlosung. Ich mache ja jedes Monat eine Verlosung, wo ich 5 Hintergründe verschenke und die Gewinner, die müssten jetzt alle ihre Pferde im privaten Verkauf haben, Leute. Jetzt hätte ich es beinahe nicht rausbekommen. Die Gewinner für den Monat sind Leonie282, Mina3007, Kanira, Yasira Maxair und Mondfechter. Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spaß mit euren Finn Horses mit diesem wundervollen Hintergrund. Ihr habt 3 Tage Zeit, die Pferde rauszukaufen. Ich bitte euch, das so schnell wie möglich zu machen und wünsche euch viel Spaß sowohl mit den Pferden als auch mit den Hintergründen. Diese kleine Maus ist black, deswegen habe ich sie behalten und sie ist jetzt nichts Besonderes. Sie hat Below Average, Average und so weiter, aber sie ist halt schwarz, Leute. Sie ist schwarz, sie hat ein großes E und 2 kleine A. Dadurch ist sie schwarz, sie hat ein GB von 953 und ich fand sie eigentlich mega süß. Und sie braucht noch einen Namen und wir nennen sie falsch rum Noir. Sie hat E-E-A-A und ein GP von 653. Und jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. 1, 2, 3, 5 Average. Oh Gott. 5 Average, 1 Below Average. Ja, sie ist nicht die beste, aber ich habe sie jetzt einfach erstmal behalten. Und somit haben wir jetzt einige Finn Horses, Leute. Moment, ich zeige sie euch mal ganz kurz. Hier sind sie alle, meine ganzen süßen Finn Horses. Ich werde sie definitiv nicht alle behalten, weil es sind viele. Harmony und Pandora sind im Moment schon trächtig und wir hatten ja gesagt, heute, ich habe es leider nicht eher geschafft, Leute, ich wollte dieses Video eigentlich seit Tagen filmen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Diesen kleinen Mann, Juvenal, wollten wir ja hochziehen, denn er ist mega besonders. Ich hätte fast, Leute, eine Stute bekommen, die ein Boldface hat. Ich habe, wie gesagt, ganz viele Fohlen aus der Foundation rausgekauft und irgendwann war da eine Stute drin mit einem Boldface und dann hatte ich kein Geld mehr. Dann hat sie jemand anders bekommen. Ich habe, glaube ich, 10 oder so Fohlen rausbekommen, die nichts Besonderes waren. Und dann das 11. war endlich besonders und dann hatte ich kein Geld mehr. Das war einfach mega, mega traurig. Da hat dann jemand anders Glück gehabt, weil ich alle anderen Pferde aufgekauft habe, Leute. Aber es hilft nichts. Ja, ihr habt euch gewünscht, dass wir den kleinen Mann hochziehen. Er ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir ziehen ihn jetzt einmal hoch. Er ist mittlerweile 11 Monate. Wie traurig, Leute. Wenn er ein Jahr gewesen wäre, hätte ich einmal 75 DP weniger gebraucht. Das, hätte ich gesagt, war schade. Guckt mal, 2 Jahre, 5 Monate. Es ist einfach so traurig wegen einem Monat, aber es hilft ja nichts. Hallo? Und einmal noch, Leute. Einmal noch 75 DP, quasi komplett umsonst. Und er ist erwachsen und oh mein Gott, ist er schön. Er ist
ein absoluter Traum von einem Deckhengst, Leute. Ein Traum von einem Deckhengst. Er ist flexen, er trägt Splashed White, er hat ein Boltface, er hat blaue Augen. Und natürlich werde ich ihn als Deckhengst zur Verfügung stellen. Guckt ihn euch an. Wenn ihr mir ein paar DP zurückspenden wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich würde mich natürlich freuen. Es war alles jetzt ein bisschen teuer in der letzten Zeit. Ich hätte gesagt, wir, wisst ihr, was wir machen? Wir machen 75 Delta Points, weil ihr gesagt habt, euch ist es immer ein bisschen zu teuer, wenn ich immer so mega, mega viel mache. Ich mache mal 75 Delta Points für den hübschen Buben, dass ihr alle die Möglichkeit habt, mit ihm zu decken. Ich behalte mir vor, dass ich es ein bisschen hochsetze zu einem späteren Zeitpunkt, Leute. Und Horse Reality Credits werde ich 2500 nehmen und wir machen Updated. Und dann könnt ihr alle mit dem kleinen Buben decken. Und vergesst nicht, wenn ihr gedeckt habt und zum Beispiel Instagram habt oder so, dass ihr mich taggt bei den süßen, hübschen Füllchen, die ihr mit ihm zeugt, weil ich bin absolut begeistert von ihm. Er ist einfach nur ein absoluter Traum und ich überlege nämlich jetzt gerade, das Problem ist, ich glaube, ich habe keine Stute, die annähernd erwachsen ist. 11 Monate, ein Jahr, 11 Monate. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare, welche Stute ich hochziehen soll. Also Noir, Silversong, Stargazer, Vanny oder die Malika. Ich glaube, die Malika ist von denen allen die beste Stute? Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen. Dann haben wir noch zuckersüße Fohlen bekommen, Leute. Und zwar eine Araberstute. Sie ist mega niedlich, wie ihr seht. Ne? Ich liebe diesen Hintergrund ganz offensichtlich. Sie ist die Tochter von Henna und von Abdul Qadir. Und ich habe sie noch nicht testen lassen, sonst auch noch nichts mit ihr gemacht. Wir gucken sie jetzt einfach mal schnell an, was sie alles hat. 628 ist nicht so gut leider. Sie ist graying, wie ihre Mama. Das heißt, sie könnte ähnlich dann aussehen wie ihre Mama. Und hat dreimal very good. Das klingt doch nicht schlecht, Leute. Dann hätte ich gesagt, werden wir sie gleich mal anmelden. Wo ist denn die süße Maus? Ich finde sie gar nicht erst. Hier. Hier sind meine ganzen... Ach, wisst ihr was? Wir können eigentlich alle anmelden. Ich hab sie, glaube ich, alle schon... Warum kann ich denn das jetzt... Habt ihr das gesehen, wie umständlich das jetzt gerade war? Oh mein Gott. Da seht ihr alle meine Araber. Die Devil's Daughter ist jetzt auch schon über 1,5, was auch mega krass ist. Da ist sie. Da ist die kleine Maus. Sie ist mega, mega knuffig. Wir nennen sie Chocolate Cake und sie, glaube ich, war E-E-A-A. Und dann schreiben wir, hätte ich gesagt, noch Seal Brown rein, weil man erkennt sie ja dann nicht mehr. Seal Brown Graying vielleicht schreibe ich rein. Ach so, jetzt habe ich aber ihre Very Goods nicht drin. Sie hat 3 Very Goods. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir E-E-A-A-G, Seal Brown, dreimal Very Good und 628 hat sie. Ne? Das müsste ich eigentlich noch nicht mehr hinbekommen. Oh mein! Dann lassen wir das wohl jetzt erstmal. Ist egal. Ist egal, Leute, weil ich möchte gerne... drin stehen haben, dass sie Seal Brown ist, weil wenn sie mal graying ist, glaube ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass sie Seal Brown ist. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, Leute. Dann haben wir noch ein Fohlen bekommen und zwar von meiner Liver-Stute, die Galia. Sie hat 4 Very Good und er hat, glaube ich, 5 Very Good. Jetzt bin ich gespannt, was die Tochter hat. Die hat leider 2x Average, aber dafür 4 Very Good, was, glaube ich, gerade nicht allzu schlecht ist. Haben wir die nicht gerade schon angemeldet, alle? Ja, haben wir. Ist sie das? Ja, das ist sie. Oh mein Gott. Sie hat auf jeden Fall schon mal einen 83er. Das ist richtig, richtig gut. Sie ist was ist das nochmal? 19 oder so? Ist das W19? Ja, sie ist W19, ansonsten hat sie 2 kleine A, das heißt potenziell mit einem guten Hengst könnte sie auch ein schwarzes Fohlen bekommen. Sie ist ganz offensichtlich leider kein Liver. Ich denke, das Beste wäre, wenn wir das nächste Mal für die Galia einen Hengst suchen, der auch Liver ist. Dann bekommen wir auf jeden Fall Liver. Es wäre natürlich irgendwie cool, wenn der irgendwas Besonderes wäre. Sabino oder Rabicano oder irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung, ob es sowas gibt. Falls ihr so einen Hengst habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare mit eurem Horse-Reality-Namen. Das letzte Fohlen, das wir bekommen haben, ist auch mega besonders, Leute. Und es sieht aus, als wenn das tatsächlich genauso aussieht wie
was das vor allen Dingen sie genauso aussieht wie ihre Mama. Wir haben sie mit Adel gedeckt, meine Hikari. Und die Tochter hat 614 leider nur. Das ist mega, mega schade. Wir müssen mal gucken, dass wir bei den Arabern unser GP ein bisschen hochbekommen. Und sie hat, ja, man sieht es ja hier schon, ne? W19. Und ansonsten, ja, ist sie ein Seal Brown wie ihre Mama, ne? Das ist aber mega cool, weil sie hat nur 12-mal Very Good. Ist die Mama nicht besser? Hat die Mama nicht... Boah, die Mama hat zwei... Leute, die Mama hat 2-mal Very Good. Und der Papa von ihr hat 6-mal Very Good. Und sie hat 12-mal Good. Was ist da los, Leute? Was ist da los? Oh mein Gott, was für ein Pech. Als letztes besuchen wir auf jeden Fall noch einen von euch. Und das ist dieses Mal Heli953. Sie hat nichts im Profil stehen. Dann gehen wir gleich rüber zu ihren Pferden. Und sie hat Araber, Fjordis, Gypsies, also Tinker, Quarter Horses, Mustangs, zwei Norika, Oldenburger, Isländer, Welsh Ponys, Trakehner, Knappstrupper und Finn Horses. Haben wir nicht hier oben gerade schon Finn Horses? Nee. Habe ich mir anscheinend... Ach, Norika waren es hier oben, genau. Und Finn Horses. Also sie kann sich auch nicht entscheiden, wie ich, was sie züchten möchte. Ich suche mir jetzt ein paar raus und dann sind wir gleich zurück. Als erstes habe ich mir natürlich einen kleinen Araber rausgesucht, beziehungsweise eine kleine Araberstute. Sie heißt Bella, sie ist mega, mega süß. Sie erinnert mich an unsere Stute, die wir bekommen haben. Sie ist mega, mega niedlich, auch W19 und super besonders. Das nächste kleine Mäuschen ist die Natalie und sie ist ein Finn Horse. Und sie hat richtig gute Werte, Leute. Sie hat 4-mal Very Good, 2-mal Average, hat aber tatsächlich nur ein Second Premium. Das ist krass, hat auch ein gutes GP, was mich mega, mega wundert. Aber die Finnies sind alle, glaube ich, nicht so wirklich gut. Tatsächlich nur mein Finn Horse mit, ich glaube, 5-mal Very Good bekommt irgendwie First Premium. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, Leute. Die nächste, beziehungsweise der nächste ist Haki. Haki ist eine Oldenburger. Ich habe schon lange keine Oldenburger mehr nachgeguckt, vor allen Dingen. Was ist heute los mit mir? Angeschaut, weil ich ja selber keine Oldenburger mehr züchte, aber der sieht mega, mega hübsch aus. Er hat einmal Average, einmal Very Good und er deckt auch für 2500 Horse Reality Credits oder 150 Delta Points. Die letzte, die ich mir rausgesucht habe, ist Sun Dreams Are Beauty. Eine wunderschöne Stute. Sie ist ein, oh mein Gott, was hat denn sie alles? Sie hat ein Cream Gen. Sie hat ein Cream Gen. Splashed White. Das ist mega besonders, Leute. Sie ist eine Seal Brown Stute mit Cream Gen, oder? Mit Buckskin. Ja. Ja, das ist, was sie ist. Krass, die sehen so aus im Spiel. Das ist krass. Habe ich das schon mal jemals gesehen? Wahrscheinlich. Und ich habe wahrscheinlich jedes Mal gesagt, ich brauche das unbedingt. Und hab's jedes Mal wieder vergessen. Oh mein Gott, sie sieht mega, mega hübsch aus. Und sie hat auch ein Star-Prädikat, obwohl sie 12-mal gut hat. Sie ist eine richtig, richtig hübsche Stute. Leute, dann hätte ich aber gesagt, was ist mit dieser Folge von Horse Reality? Ihr seht, die Ingame-Zeit ist gerade schon 13.26 Uhr. Ich brauche jetzt noch ein bisschen, bis das Video online kommt. Es tut mir leid, dass ich heute so spät dran bin. Und ja, ich hoffe, dass ich nächste Woche dann wieder 13.30 Uhr schaffe. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!